So, wir sind hier beim Porsche-Treffen in Gießhacht auf dem Heidbergring und die Fahrer werden gleich eingewiesen und wir wollen die Zeit nutzen, hier ein Fahrzeug uns mal genauer anzuschauen und was viel wichtiger ist, auch uns die Historie einfach mal anhören. Wir haben hier Herbert Kaltner, der uns zu diesem Fahrzeug 356 was sagen kann, was Baujahr, Leistung und so weiter betrifft. Also, das ist ein 356C und der ist gebaut am 12. Juni 1964, wie uns Porsche bestätigt hat. Und das Fahrzeug ist dann gleich in die USA exportiert worden, denn zur damaligen Zeit waren ja die GIs in Deutschland und mit ihrem Sold konnten die natürlich solche Autos gerne kaufen und haben das dann nach USA exportiert. Das hat ein Porsche-Händler, Hoffmann, in USA dann zugelassen und zwar zum 1. Januar 1965, also ist Baujahr 64. Das ist ein Auto mit 1600 Kubik und mit 75 PS. Ich habe aber für das Auto zwei Motoren, nämlich einen zum Fahren, der ist ein bisschen frisiert, und einen als Originalmotor, weil es bei diesen Fahrzeugen sehr stark darauf ankommt, dass die Originalteile alle vorhanden sind und die sogenannten Matching Numbers dargestellt werden können. Ah ja, und ich hatte schon gedacht, die zwei Motoren braucht man, einen für die Hinreise und einen für die Rückreise. Das stimmt nicht, sondern das eine ist der Originalmotor und das andere ist der Rennmotor. Das habe ich so richtig verstanden. Ja, und jetzt machen wir eine Pause, weil jetzt ist die Fahrerbesprechung. Okay. Wir sind heute am 14. April bei leider etwas kaltem Wetter hier am Heidbergring und wir sind Gäste des Porsche Clubs Hamburg. Und wir haben hier den Sportleiter unseres Stammtisches, den Thomas. Thomas Martens, Ja. der wunderbar tanzen kann, wie wir gesehen haben auf unserem Treffen. Am Tisch. Ja, das Ja. auch. Und dann haben wir hier den Präsidenten des Porsche Clubs Hamburg, Herrn Henning Wedemeyer. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie hier heute sehen? Also ich habe das hier schon voller gesehen, aber ich habe noch nie so viele schöne 356er hier auf Ja. einem Haufen erleben Ja. dürfen. Und ich habe eben schon gehört, der Ton, wenn die Maschinen laufen, da gehen einem die Schuhe auf. Also wir sind ja sehr Positiv oder dankbar. negativ? Positiv. Geht da eher das Herz auf. Ja. Nee, das ist Ja, wir sind ja sehr dankbar, dass wir hier jetzt als Gäste teilnehmen können. Und wir hoffen, dass wir da hineinpassen in den Club, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Wir haben ja mit Thomas ein, wenn ich das mal so sagen darf, ein Verbindungsglied zwischen uns. Thomas war ja lange bei uns Mitglied, hat uns vor 3 Jahren beim Deutschlandtreffen, das wir für den Porsche Club Deutschland organisiert hatten in Hamburg, maßgeblich mitgeholfen mit Ja. seiner Frau Sylvie, hat die Ja. ganze Ausfahrt organisiert, war ein ganz tolles Event und Ja. wir sind deutschlandweit sehr gelobt worden für Ja, das ist das, was schön. ihr da geleistet habt. Und insofern ist die Verbindung zwischen uns und Ja. euch da. Und es ist ja schließlich die Liebe zur selben Marke, die uns Ja. verbindet, auch wenn die Autos natürlich alle unterschiedlich sind. Ja. Wir freuen uns auf das, was hier geschieht. Und ich denke, es wird auch die Verbindung der 356er mit den 911ern weiter stärken. Das hoffe ich sehr und ich bin sicher, dass wir einen schönen Tag heute erleben werden. Ja. Und ich freue mich, euch nachher auf der Strecke zu sehen. Ja, du wirst ja auch mitfahren, das hast du ja Ja, nur ich werde versprochen. auch gerne Ja. mal mitfahren. Ja. Dankeschön. Okay, besten Dank auch. Danke. Alles klar. Wenn wir jetzt runtergefahren, fahren hier hinten am Ende einen runden Bogen, das geht mit einem Lenkeinschlag ganz gut. Lässt sich am Ende der Kurve nach links raustragen, auf die Pylone zu, bleibt links. An der Pylone kann man einlenken, nicht zu hart, dass wir einen großen runden Bogen auf den Reifenstapel zufahren und spät davor links abbiegen, um die innere Pylone zu fassen zu kriegen. Diagonaler rechts rüber, spät bremsen. Einlenken, weil die Kurve zumacht, dann innen rein, tragen lassen nach rechts
diagonal über die Strecke die Pylone ansteuern, bremsen und in den einlenken. Herausfahren lassen auf die linke Seite, nicht auf die Radarspeite, links bleiben. In einer Pylone einlenken. Hier ist einer im Winken schon. Ich war neulich mal, es gibt hier Ultralatanzierungen. Wenn man von Hamburg rausfährt, Heidekampsee auf die Autobahn. Alles aus. Aber schwimmt, wie kann das jetzt machen?